Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich diese leckeren Teigtaschen mit Hackfleischfüllung gemacht habe. Die isst man in Russland sehr, sehr gerne und sie heißen Belischi. Viel Spaß mit dem Video! Als erstes stelle ich einen Hefeteig her. Für den Hefeteig verwende ich ganz normales Weizenmehl, gebe etwas Salz dazu, dann nehme ich mir warme Milch her und rühre einen ganzen Würfel Hefe hinein. Dazu gebe ich noch etwas Zucker hinein und rühre diese Masse so lang um, bis die Hefe sich komplett aufgelöst hat. Zum Mehl gebe ich dann auch noch etwas Backpulver dazu, damit die Belischi beim Backen noch fluffiger werden. Zum Mehl kommt dann unser Milch-Hefe-Gemisch dazu. Dann habe ich hier noch zerlassene Butter. Die gebe ich auch noch hinein und zwei ganze Eier. Dann mixe ich alles zunächst einmal mit dem Handrührgerät. Man kann aber da auch einen Holzlöffel nehmen zum Beispiel. Dann sieht der Teig so aus. Und der kommt dann auf die Arbeitsfläche mit etwas Mehl und wird nochmal für circa 5 Minuten mit den Händen durchgeknetet, bis er ungefähr diese Konsistenz hat. Also richtig schön glatt und nicht mehr klebrig. Und dieser Teig kommt jetzt dann zurück in die Schüssel. Ich decke ihn ab und lasse ihn für circa eine Stunde an einem warmen Ort gehen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Füllung. Hierfür habe ich schon zwei mittelgroße Zwiebeln geschält und gebe sie in so einen Multizerkleinerer. Die werden dann quasi püriert. Das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt die Zwiebeln auch fein würfeln. Das ist jetzt einfach nur mein Spleen. Ich mag einfach nicht so gerne Zwiebelwürfel oder Zwiebelstückchen in dieser Füllung drin. Genau, so sieht es dann aus. Und ich gebe diesen Zwiebelbrei dann zum Hackfleisch. Ich habe hier gemischtes Hackfleisch genommen. Ich gebe zur Füllung auch immer noch ganz gerne einen Schuss Wasser dazu. Hierfür habe ich das Wasser jetzt einfach hier reingetan und schwenke das noch ein bisschen aus mit dem ganzen Zwiebelsaft und gebe das dazu. Dann kommt noch Pfeffer hinein und Salz und das ist eigentlich auch schon die klassische Füllung. Mehr braucht es theoretisch nicht. Ich gebe aber allerdings auch noch ganz gerne noch weitere Gewürze dazu und zwar hier süßes Paprikapulver und Korianderpulver und auch noch etwas Dill. Den habe ich schon mal klein gehackt. Dann gebe ich auch alles dazu und dann wird das alles mit der Hand richtig schön gemixt, dass sich das alles gut verteilt. Und dann mache ich auch gerne eine Geschmacksprobe. Da ich nicht gerne rohes Hackfleisch probiere, gebe ich das ganz kurz in die Mikrowelle und dann ist das Fleisch gekocht und dann ist es für mich wesentlich angenehmer. Ja, und dann ist die Füllung auch schon fertig. Der Teig ist auch schon super aufgegangen. Schaut mal, wie fluffig der geworden ist. Das bedeutet, wir können mit dem Formen der Belischi anfangen. Ich benetze meine Finger mit ein bisschen Öl. Dann lässt sich der Teig ein bisschen besser bearbeiten. Und ich teile mir hier solche Kügelchen, Teigkügelchen ab von circa 60 Gramm. Also ich habe eine Kugel mal gewogen. Sie ist ja zwischen 50 und 60 Gramm auf jeden Fall. Die Hälfte des Teiges lasse ich noch in der Schüssel. Also ich bereite erst einmal die eine Hälfte vor und dann später die andere. So ist es halt einfacher. Und genau, dann rolle ich erst einmal so eine Kugel aus. Sie sollte ungefähr so 3 mm an Dicke haben. Und ich zeige euch jetzt erst einmal die Faltvariante Nummer 1, so wie es in sehr vielen Regionen in Russland geformt wird, also diese Belischi. Und zwar erst einmal die runde Form. Da kommt so ein Esslöffel Hackfleisch hinein. Das drücke ich richtig schön platt. Und dann fange ich an, die Ränder zu falten.
und zwar einfach so fächerartig zusammenzudrücken, bis dann der ganze Kreis geschlossen ist und es bleibt eine kleine Öffnung. Das sollte so sein. Dann drücke ich das noch ein bisschen von oben platt. Und dann ist der erste auch schon fertig. Jetzt zeige ich euch noch eine weitere Faltvariante. Für mich ist es die geläufigere Variante, ehrlich gesagt, denn ich komme aus dem Südural in Russland, aus der Stadt Chelyabinsk. Und bei uns hat man die Beleschi zu einem Dreieck gefaltet. Die hat man sogar so, also draußen, wo es die damals zu kaufen gab, zum Beispiel, wo man sie to go quasi kaufen konnte, hat man sie auch in dieser Form verkauft. Also ich kenne es eigentlich gar nicht anders. Und deswegen wollte ich euch das auch mal zeigen. Sieht auch hübsch aus, wie ich finde. Und wenn nun alle Beleschi geformt sind, können sie auch schon ausgebacken werden. Ich backe sie in Öl aus. Dazu habe ich in der Pfanne reichlich Öl erhitzt. Also das Öl muss richtig schön heiß sein. Dann kommen sie mit der offenen Seite nach unten in die Pfanne und werden dann richtig schön hellbraun oder goldgelb, wie man auch immer nennt, ausgebacken. Nicht bei voller Hitze. Ich würde es ein bisschen zurückdrehen, damit sie nicht so schnell verbrennen und auch innen schön durch werden. Und dann werden sie eben gewendet und auf der anderen Seite auch nochmal gebacken, bis sie eine schöne Farbe bekommen. Wenn sie dann fertig sind, kommen sie noch auf ein Küchentuch, damit das überschüssige Fett aufgesaugt wird. Ja, und wenn dann alle fertig gebacken sind, kann man auch schon genüsslich reinbeißen. Die sind wirklich super lecker, mega fluffig. Ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachbacken und gutes Gelingen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, wenn noch nicht geschehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!